Drei-Komponentensysteme ABC lassen sich sehr gut im Gibbschen Dreiecksdiagramm visualisieren. Wenn wir 10 mol A, 2 mol B, 8 mol C zusammengeben, bekommen wir 20 mol entweder eine homogene Mischung oder ein heterogenes Gemenge. In jedem Fall entspricht der Anteil der Komponenten A 50%, der Komponenten B 10% und der Komponenten C 40%. Wir können diese 50-10-40-Mischung in ein Gibbsches Dreiecksdiagramm einzeichnen. Wir zeichnen zunächst ein gleichseitiges Dreieck, oben Komponente A, rechts Komponente B, links Komponente C in den Ecken des Dreiecks. Zwei Komponentenmischungen entsprechen Punkte auf den Kanten und alle drei Komponentenmischungen, die möglich sind, entsprechen einem Punkt auf der Fläche des Dreiecks. Bei der Skalierung muss man sehr aufpassen, denn die Achsen haben hier nicht 90 Grad Winkel, sondern 60 Grad Winkel. Für die Komponente A spielt das noch keine Rolle. Die Achse der Komponente A ist horizontal. 50% Komponente A liegt auf einer Geraden, die hier verläuft. Wir wissen also schon mal, dass unsere Dreiermischung auf einem Punkt dieser Geraden liegt. Für die Komponente B müssen wir beachten, dass die Achse um 60 Grad geneigt ist. 10% B entspricht einem Punkt auf einer Gerade, die hier rot eingezeichnet ist. Die Skalierung für C ist in die andere Richtung um 60 Grad geneigt. 40% C liegt auf einer Gerade, die hier gezeichnet ist. Alle drei Geraden treffen sich in einem Punkt. Das ist der Punkt, der der Mischung 50-10-40 entspricht. Hier haben wir das Gibbsche Dreiecksdiagramm der drei Komponenten Wasser, Methanol und Ethanol. An diesem Beispiel kann man zwei wichtige Regeln in diesem Dreiecksdiagramm erläutern. Wir betrachten zum Beispiel die Komponente Methanol. Jede Gerade, die parallel ist zur Kante, die gegenüber dieser Komponente liegt, wie zum Beispiel diese hier, hat einen konstanten Anteil an Methanol. In dem Fall ca. 30%. Jede Gerade, die durch einen Eckpunkt geht, wie zum Beispiel diese grüne Gerade, die durch den Eckpunkt des Ethanols geht, entspricht Punkten, die ein konstantes Verhältnis Wasser zu Methanol haben. Im Gibbschen Dreiecksdiagramm gilt selbstverständlich das Hebelgesetz. Wenn wir zwei Mischungen haben, die zwei Punkten entsprechen, dann liegt die Mischung dieser beiden Ausgangsmischungen auf der Verbindungsgeraden. Wo dieser Mischungspunkt genau liegt, hängt vom Mischungsverhältnis ab. Es gilt das Gesetz Hebelarm mal Mischung 1 ist Hebelarm mal Mischung 2. Die eben gezeigten Dreiecksdiagramme entsprachen homogenen Mischungen. Im gesamten Dreieck haben wir einen einphasigen Bereich. Es gibt häufig Gibbsche Dreiecksdiagramme, die Binoden haben, so wie hier. Oberhalb der Binode haben wir homogene Phase, unterhalb der Binode heterogene Phase. Wir haben hier das Dreikomponentensystem Wasser, Chlorbenzol, Aceton vorliegen. Wasser und Aceton, Chlorbenzol und Aceton sind homogen mischbar. Wasser und Chlorbenzol jedoch bilden eine Mischungslücke, die sich mit zunehmendem Acetonanteil schließt. Die Mischung römisch 1 entspricht etwa einer 1:1 Mischung Wasser-Chlorbenzol. Die Mischung ist heterogen. Wenn wir ein bisschen Aceton zugeben, kommen wir zur Mischung römisch 2. Auch die ist heterogen. Wenn wir genau wissen wollen, aus welchen Phasen diese Mischung besteht, müssen wir die Konoden befragen. Die Konode schneidet
an zwei Punkten die Binode. Wir haben eine organische Phase 2O und wir haben eine wässrige Phase 2W. Diese beiden Phasen liegen nebeneinander vor. Es gilt das Hebelgesetz. Das Verhältnis 2O zu 2W ist genauso groß wie das Verhältnis dieses Hebelarms zu diesem Hebelarm. Wenn wir weiter Aceton zur Mischung 2 geben, kommen wir irgendwann zur Mischung 3. Hier wird das System wieder homogen. Wir haben eine Art kritischen Punkt erreicht. Man kann mit Erfolg am Gibbschen Dreiecksdiagramm Extraktionen simulieren. Beachten Sie, dass die Konoden im Gibbschen Dreiecksdiagramm nicht wie sonst üblich alle horizontal und parallel sind. Wir müssen die Lage der Konoden separat ermitteln, um das Dreiecksdiagramm nutzen zu können. Hier ist der Prozess nochmal an kleinen Schaubildern dargestellt. Die Ausgangsmischung aus Wasser und Chlorbenzol. Wir geben etwas Aceton hinzu. Wir haben dann zwei Dreikomponentenphasen, die nebeneinander vorliegen. Wir geben noch mehr Aceton dazu und erhalten schließlich die Mischung 3. Wasser und Öl sind nicht mischbar, bilden eine breite Mischungslücke. Nehmen wir als dritte Komponente ein Tensid dazu. Dann kommen wir zu einem weiteren Dreiecksdiagramm. Mit Dreiecksdiagramme werden in vielen Bereichen der Wissenschaft erfolgreich eingesetzt. Etwa bei der Lösung von zwei Polymeren in einem Lösemittel oder bei der Mischung von drei Legierungsbestandteilen etc. Alle möglichen Mischungen aus Dreikomponenten A, B und C lassen sich mit Erfolg im Gibbschen Dreiecksdiagramm darstellen. Wir haben wie in anderen Phasendiagrammen Binoden und Konoden. Es gilt das Hebelgesetz. Das Gibbsche Dreiecksdiagramm ist nur insofern gewöhnungsbedürftig, als dass 60 Grad Winkel auftreten.